Hast du eine Vespa? Ja. Es geht los, Freunde. Aber wollt ihr was Lustiges hören? Also, Kollege kommt gleich, der John, ja. Aber der weiß gar nichts. Der denkt, wir gehen essen oder so. Er ist so ein Dummkopf. Denn der weiß nicht, dass im Poolmenü heute Poolsäubern drin steht. Der wird ein bisschen schlechte Laune haben heute. Deswegen seid nett zu ihm, Freunde. Ihr seid immer voll asozial. Ich sag euch, eine Sache ist voll scheiße, mit mir befreundet zu sein, wa? So ein Dummkopf. Wenn ich dem am Wochenende frage, ob der mal rüberkommen kann, er ist da. Was geht? Was machst du? Bist du mein bester Freund? Wo ich ein bester Freund bin? Ich bin dein einziger Freund. Ja. Wir sind so pelzig heute. Wir müssen den Pool sauber machen. Wir müssen den Pool sauber machen? Ja. Ey, das ist gar nicht lustig. Warum lachst du die ganze Zeit? Was ist denn los mit dir? Weil wir den Pool sauber machen müssen. Du ich. Jetzt auch ernst? Ja. Was hey, Thomas hat mir was ganz anderes gesagt. Was hat Thomas gesagt? Ich glaube, Yoga macht viel oder so. Yoga? Ich mach doch kein Yoga mit dir. Ja, aber ich dachte, okay, das ist eine neue, verrückte Idee anscheinend. Yoga? So neuer Step, so, und jetzt sagst du mir, wir müssen Pool sauber machen, ja, oder Pool was? Sauber, ich dachte, du wüsstest das. Das ist Thomas. Yoga. Ja, ja, das ist ja eine Art von nee, Yoga. Nee, 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 das ist... Wieso kannst du nicht sagen, dass wir jetzt den Pool sauber machen? Ich gehe wieder nach Hause. Nein, dachte, das ist Yoga. Ich hab gesagt, wir machen Yoga im Garten und... Es gibt ja auch modernes Yoga, das ist ja auch entspannt. Das ist ja nicht mal eine Ausrede, Thomas. Ja, okay, aber hätte ich dich gefragt, ob du den Pool sauber machen kannst, dann hättest du doch gesagt, nee, ich komm nicht. Hätte ich, wäre ich so mental darauf vorbereitet. Ich dachte, ich komme jetzt hin, mache Yoga und auf einmal sagt er mir so, ich muss es sauber machen. Ja. Was für ein Yoga. Was hast du denen denn gesagt? Nur den Pool sauber ja, machen? Ja, Pool sauber machen. Das ist das Einzige, was du dem gesagt hast? Ja, wir tun die Wasserpumpe da einfach rein, dann wird hier richtig gesaugt und wir bauen dann währenddessen das Ding hier ab einfach. Und das ist ja ein bisschen so, dann hast du dein Yoga. Das ist Sport. John ist gerade im Sportwahn. Weißt du, warum wir das machen, John? Wir machen eine richtig große Pool-Olympiade mit ganz vielen Gästen. Ja, und jetzt muss ich für eure scheiß Olympiade den Pool sauber machen, oder? Ja, du bist auch dabei. Ich weiß nicht, ich bin nicht eingeladen. Doch, der ist eingeladen. Nee, 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 John ist der erste Teilnehmer der Pool-Olympiade. Machst du mit? Es gibt was zu gewinnen. Was? Ein Yoga-Kurs. Das ist so gut, dass wir nie was wegwerfen hier. Wir haben nichts damit zu tun mit diesem Wasser. Wir tun das Ding hier rein einfach. Hier rein. Aber machst du lieber hier hin, oder? Jetzt hast du doch Spaß. Nee, ich hab keinen Spaß. Oh mein Gott, direkt nass. Okay, ich brech ab, ich geh ins Krankenhaus. Bah, das ist das gammeligste Wasser überhaupt. Ah! Bah, hör auf. Alter. Das ist ekelhaft, was da drin ist. Das ist da seit 2 Jahren. Das ist da seit... Geht schon, oha. Geht schon. Hör auf, ne, mach dich nicht nass. Putz nur parallel. Ah, ist nicht so gut, wenn die Blätter jetzt auch noch da drin sind. Nee. Ey, hör doch auf! Okay, der Pool wird abgepumpt. Oh, ich muss kurz Zeitraffer anmachen. Sollen wir das jetzt rausholen? Was? Das Wasser. Wie das Wasser? Nein, die Plane. Die ist gar nicht kaputt. Die ist doch gebrochen, oder? Die Wasserspiegelung einfach? Sieht das nicht so aus, als wäre es... Ah, der Thomas war in der Schule ja nicht. Die ist ja gar nicht kaputt, aber das, wir machen eine neue, oder? Ist doch viel aufregender. Hilfst du uns dann auch? Weil das weiß ich noch nicht. Wir könnten ja sagen, dass wir ein Yoga-Video machen. So, Steinofen. Weg damit. Keine Handschuhe. Handschuhe? Nee, wir sind doch Männer. Also so Vogel, Shit und ich weiß nicht, was das für ein Lebewesen ist hier. Bah! Ich mache ein Foto. Erinnere mich, dass ich ein Foto gemacht habe davon. Bah! Das ist doch überall Kacke, Alter. Ja! Wo wollt ihr die Steine hin tun? Wir fragen einfach Thomas. Thomas, kannst du uns helfen, ganz kurz? Pass auf. Das der Boss hat einfach Handschuhe. Diese hämische Lache, Alter. Das ist Sport. Du musst dir denken, wie viele Kalorien? 2 Kalorien? 3 Kalorien, ja. Guck mal, hast du schon 3 Kalorien. Kannst nicht. In deinem Platz? Ich weiß ja nicht, wohin die Steine hinkommen. Du ja, wir fragen einfach mal Thomas. Ja. Thomas, kannst du uns kurz helfen? Der hat ja auch Handschuhe. Vlad, kannst du uns kurz helfen? Wow, das ist schwer. Wenn du das fallen lässt, drinnen.
Warte mal. Ihr wollt das abbauen und stellt das dann hier hin einfach. Ja, ja, deswegen hast du ja die Handschuhe. Deswegen musst du von warte da. Mal, wir machen eine Kette. Vlad hilft doch jetzt auch. Der aber, weiß, wo die hinkommen. Aber Vlad, ihr könnt die doch wenigstens bis da vorne tragen. Seine Finger sind nicht so stark. Der lässt es fallen drin. Wo geht denn John jetzt hin? Jetzt weiß ich wieder, warum wir so lange brauchen für alles. Vier Leute. Alle streiten sich. Bäh. Ist ja nur Rost. Thomas, kannst du mir kurz helfen? Kannst du mir kurz helfen, die Steine wegzunehmen? Alter, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Das ist euer hartes Arbeiten jetzt. John macht gar nichts. Du stellst hier einfach 30 cm nach rechts. Ja, aber guck mal, so kannst du doch direkt 10 Stück nehmen jetzt. Ey Leute, so kann das doch nicht funktionieren. Ich renne doch jetzt nicht mit jedem dieser Steine von hier bis vors Haus. Was ist denn das so jetzt? Viel diskutieren. Ey, ich hab dich so unterstützt mit deiner Yoga-Lüge. Und das ist der Dank, dass ich jetzt jeden Stein, den du von hier bis nach da trägst, bis vors Haus trage. Okay. Warte, dann lass uns die doch zumindest bis nach da vorne oder so. Ja, da braucht ihr aber einen anderen Framing oder so, ne? Ja, siehst du, deswegen geht das nicht. Ich hab mal das Video gesehen. Hallo? Für dich. Ey, Handy sah damals so aus. Alter, warst du, glaube ich, noch nicht geboren. Du doch auch nicht. Ey, kennst die Zeit noch, wo Handys so groß waren, Thomas? Ja. Das war krass. Oh. Oh, schau mal. So geht das. Krass. Oh, merkt man, dass ich stark bin. So. Zieh. Das nennt man Klappmechanismus in der Physik. Oh, endlich ist dieses hässliche Ding weg. Ne? Boah, Alter, ich glaube, wenn das runterfährt, dann machst du die Steine hier unten kurz. Nein, das ist Granit. Das ist Stein. Wenn ich das da drauf werfe, geht es trotzdem. Ja, mach. Ja? Ja, mach. Das geht nicht kaputt. Das ist Granit. Mach. Sicher? Ja, mach. Also ich lasse nur fallen. Ja, mach mal nicht so hoch. Okay, mach. So? Ja, so, natürlich geht's. Ja, dann mach höher. Nee, ja, so. Ich trau mich nicht. Ich will es ja auch nicht kaputt machen. Ja, dann mach. Nee, mach viel höher. Ja, aber mach Augen zu, weil es splittert in dein Auge. Siehst du? Ja, wird von da. Ja? Ja, mach. Ah, den ganzen Dreck hier gelassen. Es gab mal eine Zeit, da mein Handy ist so groß. Ne? Wer hat das damals eigentlich reingetragen alles? Thomas. Oh. Aber du hast doch nicht drauf fallen lassen. Nee, das tue ich nicht. Weil ich vergesse manchmal, wie stark ich dann doch bin. Ne? Ah, ich krieg den generell nicht hoch. Du laberst. Ich glaube, einer von euch beiden muss die mit nach vorne tragen. Weil ich merke so langsam wegen meiner Schulter, okay. Dass das nicht mehr so gut. Also er alleine jetzt, ja, oder? Weil so langsam merke ich, das ist glaube ich nicht das gut, ist nicht weil gut ich für dich, ja, ja. Ey, verpiss dich! Hier ist alles so versippt, ey. Vielleicht, ich kann dir sonst Gutschein für Maniküre geben. Maniküre und das wäscht dann meine Klamotten, oder? Ja, das macht deine Waschmaschine. Fertig? Das, das muss glitzern. Einer aufhalten und der andere kann schaufeln. Das kaufen wir mal alles auf einen Haufen. I'm so glad to be here with you. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr was? Auf einen Haufen bitte. Ja, mach ich doch gerade. Ah. Ey, du bist so ein Koreaner, ne? Ey, das klappt doch niemals. Natürlich. Hast du nicht StarCraft gespielt? Hä? Ja, was? Super gut. Ja, was denn? Hat doch geklappt. Und der Rest? Ja, den schaufeln wir jetzt rein. Also, was macht ihr mal? Hey, der Tor ist alles geil, Leute. Das sieht ja gut aus. Und das kann doch jetzt mit dem Hochdruckreiniger alles. Das ist da weg, aber. Ja, das kann auch in den Müll. Ja, das. Kannst du uns helfen, das wegzutun? Make you feel like you could never leave. The same we can't go. Warte. Okay, dann. Pass auf, was du machst jetzt. Funktioniert. Ob ihr gerade genauso viel Spaß habt? Alter! Ist du ein Vespa? Ja. Ich habe eine echt neue Kamera in der Hand. Ja, das ist von der Druckstufe gewesen. Aber das klingt doch nicht richtig, oder? Hey, der muss manchmal hier den Druck aufbauen. Ja, also, vielleicht kommt das Wasser nicht so durchgehen. Du bist immer sehr negativ.
Ja, sieht doch gut aus, oder? Ja, jetzt noch ein bisschen schrubben. Oha. Wer schrubbt? Ja, du musst da. Brauchen da eine Mitte für. Ey, aber wartet mal. Eigentlich sind wir doch total dumm. Dieser Hochdruckreiniger ist doch eigentlich das gleiche wie ein. Wie so ein Besen. Oh. Oh, hey, Roman. Da, guck. Ah, hol doch, Mann! Ach so, sorry. Guck mal. Gönn dir mal den Unterschied hier. Guck mal, wie sauber. Ich weiß gar nicht, ob das so sauber ist, dass man es anfassen sollte. Als ob dich das so angreift. Scheiße. Also Tentakel. Also. Rein, aber dauert schon lang, ne? Ja. Und bis auch mal. Ich muss sagen, das ist voll ist cool, wie Meditation, ne? Ja, wenn du willst. Ich bin voll entspannt jetzt. Ja. Mach mal hier, ich muss mal gucken, ob das so richtig weiß wird wieder. Cool. Ey, was macht? Guck mal, wie sauber die Steine sind. Wir können auch die Schaufel rein. Das macht doch gar keinen Sinn. Jetzt lass uns doch das Ding hier weitermachen. Ja, das ist doch schon fast sauber, weißt du? Ja. Jetzt los. Was ist hier los? Was ist das denn? Ich war eben nicht so. Das ist der eingestellt. Orientiert sich immer an deine Herren. Ey, komm, hör doch auf. Das ist, was ist denn hier? Was hast du gemacht? Dreh das doch. Nee, oben. Du musst schon eine Eichel drehen. Das ist doch komplett scheiße, Leute. Ey, stell du mal ein, Ju. Das hört da immer wieder auf. Das ist so. Du drückst auf den Scheißknopf drauf, Alter. Ich muss sagen, so stelle ich mir auch einen Besuch beim Urologen vor, ne? Hä? Oh, mach dir mal sauber, ja. Oh, lecker. Oh Gott! Du machst das Weiß ab. Du hast unten die weiße Farbe weggeballert. Hä, hey, darf das, soll das so? Das war doch so. Guck mal, Freunde, guck mal, wie schön. Das Potenzial ist doch da, hier was richtig Cooles zu machen. Man kann da so Stühle hin machen, liegen, aber wer will hier liegen? Wer will hier liegen? Nimm mir einen, der hier liegen möchte. Also Whirlpool. Ich glaube, ich hätte ich jetzt nur gebaut, wenn man den so ein bisschen in die Erde reinmachen kann. Dann steht er ja bis hier oben, ne? Aber man kann die Steine auch wegmachen. Die Steine wegmachen? Nee. Das ist schon wieder so negativ. Er ist immer sehr negativ, Thomas. Sehr negativ. Wir müssten doch rein theoretisch erstmal die ganze Terrasse sauber machen, ne? Mit diesem Hochdruckreiniger, unser neuer bester Freund. Und dann geht der ganze Schmutter ja wieder in den Pool rein. Und dann müssten wir abpumpen. Okay, dann machen wir Hochdruckreiniger-Action jetzt auf Highspeed. Und brechen diese Zeitraffer ab. Aber wir zeigen die noch mal ganz kurz hier. Guck mal, wie schön die ist. Boah, Mann. Hier ist wieder rückwärts. Oh, ist wieder voll geworden. So, und wir gehen jetzt einfach auf das Dach. Weil ganz ehrlich, wir müssen auch ein bisschen mehr riskieren einfach. So, liebe Freunde. Von oben wird noch eine zweite Zeitraffer angeschlossen. So. Boah! Bist du? Nee, war ja. John, das ist doch überflüssig jetzt! Hä? Das ist doch überflüssig jetzt, das braucht man doch gar nicht. Vlad ist jetzt dran, Vlad muss es auch noch lernen. Der hat mit dem Pool nichts zu tun gehabt, so. Aber wenn er schwimmen will, dann. Anstrengend hier, Alter. Hey, hörst du jetzt auf schon, oder? Ja, das Ding ist, John hat doch nicht mehr so viel Zeit. Eigentlich wäre gut, wenn auch noch mal ein bisschen in den Genuss kommt von dieser wertvollen Meditationsart. John ist schon Fluchtweg. Er würde fliehen. Wenn er so steht, auf dieser Seite, dann ist er gleich weg, wenn wir weggucken. Das ist wie so ein Horrorfilm. Wenn du nach hinten guckst, dann ist es immer näher, weißt du? Aber ihn ist weiter weg immer. Er ist aus der Reichweite. Wiedersehen. Ich muss leider los. Schweren Herzens muss ich die Jungs jetzt alleine lassen. Aber so ist das Leben.
dafür, dass wir fertig geworden sind für heute, sind wir nicht wirklich fertig geworden. Wir haben aber eine sehr, sehr geile Zeitraffer von ganz weit oben und die schauen wir uns jetzt zusammen an. All I wanted was some company. To find somebody to be good to me. Wir sind nicht fertig geworden, wie ihr sehen könnt, sieht der Pool immer noch genauso aus wie vorher. Nur noch ein bisschen dreckiger, weil wir uns einfach dazu entschieden haben, den ganzen Müll, den ganzen Schmodder einfach hier reinzukehren. Füllen wir einmal rein. Einfach nur ekelhaft, voll ekelig. Ja, das heißt, das Video ist für mich noch nicht zu Ende. Thomas, Vlad, wir müssen einen zweiten Tag aufmachen, das ist euch beiden bewusst, ne? Das Video geht erst zu Ende, wenn wir hier fertig sind, Freunde. Scheiße. Morgen sehen wir uns wieder. Morgen um dieselbe Uhrzeit, bumm, stehen wir hier. What about the self-confident? Okay, wir müssen noch einen neuen Tag aufmachen. What about the self- so, wir müssen wieder leider einen neuen Tag. So, wir müssen leider wieder einen neuen Tag aufmachen. Bock, zerrt die Scheiße. Ja, Beginner war gut hier. Ja, ich bin viel zu müde. Einfach gestern bis 4 Uhr lang noch. Boah, deswegen geht's mir nicht gut heute. Okay. Ich weiß nicht, wie der Sound hier ist. Wir machen jetzt natürlich das zu Ende, was wir angefangen haben. Und zwar die Terrasse. Die muss noch mal hier. Okay, dann machen wir das dazu. Das machen wir jetzt heute sauber, damit alles richtig schön ist. Dann tun wir das Wasser abpumpen. Und dann machen wir uns einen Plan für den nächsten Schritt. Aber vorher werden wir das ganze Laub hier einsammeln, erstmal wegbekommen. Weil das fuckt mich persönlich am meisten ab. Komm, Highspeed. Wir haben alle keine Zeit. Den mach ich mal kurz weg hier. Der muss weg. Soll ich das machen? Ja, dann mach du. Ja, gut. Perfekt. Gut. Dann gehe ich in die Pause, Freunde. Boah, das roch gerade so ein bisschen nach Katzenpisse, ne? Ja, kann sein. Jetzt hat hier eine Katze reingepisst. Ja, wir haben so einige Lebewesen hier im Pool, die sich an und wieder mal hier breit machen in unserem Garten. Ihr könnt ja alles hier sehen auf Instagram, da gibt es so ein Highlight-Dingens, das heißt, mein Haus lebt. Hä? Instagram kennst du nicht? Schaut euch diese Ausbeute an hier. So, jetzt werden wir ganz viel Spaß haben, während wir die Terrasse wieder nass spritzen. Und das könntest du sein. Du könntest quasi hier stehen und for free das eigentlich machen, aber du willst ja nicht. Das ist der Anfang von dem Schlauch. Das ist einfach Drakes Dick. Da ist irgendwo ein Knick im Schlauch. Nee, ist komplett. Nee. Hier ist alles super entspannt. Nur schöne Rundungen. Keine Knicke. Ja? Ja. Ich bin bei so einem richtig geilen Mann. Dann mach ich an, ne? Ja, mach mal an. Stell ihn mal gerade, du musst ihn gerade stellen. Scheiße! Ja. Ja, geht. Ese bajo mueve tan chévere. Muy suelta con ritmo bien. Ja, reicht. Viel Spaß, ich mach ganz kurz was anderes. Was machst du denn? Ich muss Rasierklingen kaufen gehen. So. Wir machen diese Plane. Wir machen diese Plane mal hoch. Oh! Da. We just found out that we have to make the plane clean. Guck mal, wir machen das so. Ich schnipp's mit den Fingern und dann ist sauber, weil dann erspare ich euch das alles hier. Sauber. Das ging ja schnell. Alles mit einem Schnips weg. Unfassbar. Krass, unglaublich. Du müsstest jetzt in. Ich mach gar nichts. Ich will rollen. Wie? Wir sehen ja mal, wie sauber das ganze Ding geworden ist. Jetzt Poolpumpe rein. Poolpumpe rein und dann? Und dann erstmal wieder was pumpen. So, also ich habe mal ganz kurz den John gefragt, weil John, ihr müsst wissen, John, ich bin Johns bester Freund und manchmal ist er allein, deswegen will ich was für ihn tun. Und deswegen habe ich gesagt, komm mal rüber, wir machen mal ein Foto für so ein Video und jetzt gleich kommt er. Und dann, Surprise, wir machen das hier sauber mit ihm. Warum flüstere ich eigentlich, der ist noch gar nicht da. So, machen wir mal so, da wird er gleich rauskommen, ja. Er kommt. Bester Freund. Du wurdest auserwählt, den Pool mit mir zu putzen. Ich bin nicht mal Socken an. Dann nimm mal Socken an. Dann mach lieber den Müll hier raus. Dafür darfst du bei der Pool-Olympiade bist du auch am Start. Du, ich habe dich gewählt. Freunde, schreibt gerne mal rein, wen ihr noch als Teilnehmer seht. Aber John ist auf jeden Fall am Start.
Don vs. Julia Beautics in dem Schlamm-Match des Jahrhunderts. Das ist ja todeseng, guck mal. Todeseng, Bruder. Nee, das ist so eine riesige Größe. Das ist cool. Wenn ihr auch mal wollt, dass Don bei euch nach Hause kommt und hilft, dann müsst ihr ja schon komplett hintergehen, so wie ich das halt teilweise mache. Ja, komm rein, ist voll schön hier. Ich hoffe, ich müsst das alleine machen. Ich will doch wirklich noch auch so eine Traumsicht machen. Oh ja. So, jetzt hast du doch Spaß, weil jetzt fängst du an, Problem-Solving zu betreiben. Nee, ich bin einfach nur schnell weg. 3, 2, 1, go. Boah, wie machst du das jetzt? Bist du mal hier? Ja. Guck mal. Geh mal nach links von dir aus. Ey, das ist ein cooler Thumbnail. Sag mal, Julian Bam ist krass. Okay, das reicht schon. Danke. Boah, etwas klein wie du. Oh. Ja. Ja. Oh. Sie so. Ich mach das zum ersten Mal. Sie so. Gar nicht lustig. Alter Mann-Humor. Ja, okay, das Ding funktioniert gar nicht. Wer hat dieses Video geplant? Was ist das, Thomas? Das war der Pool selbst. Der Pool selbst? Ich glaube, das ist Thomas. Bleib mal hier. Bleib mal hier. Das ist so eine scheiß Idee. Geht nicht. Das Stromkabel ist zu kurz. Gib mir mal sonst kurz und sauge ich sonst kurz mal. Ich glaube, ich hole noch ein paar mehr Behälter, dann können wir das wirklich so mit der Hand alles rausholen. Ja, das ging gut, oder? Was? Behälter machen wir alles mit der Hand. Der steckt sich. Ja. So. Ich habe John heute nicht einmal gesehen. Ist das jetzt irgendein Spiel von dir oder was? Nein. Hey, ich bin seit 11 Uhr heute hier. Ja. Ich habe John nicht eine Sekunde gesehen. Was ist gerade draußen? Aber. Du, willst du nicht wieder rauskommen? Hey, komm, war Johnny hier? Kommt doch das Video später. Ja, ich guck das Video später, aber aktuell glaube ich nicht, dass John heute hier war. Warum soll ich damit lügen? Ich war doch nur eine halbe Stunde weg oder eine Stunde. Der war 20 Minuten hier. Oder der versteckt sich gerade gut. Aber mindestens jetzt würde er, glaube ich, hier rauskommen. Habe ich mir den nur so eingebildet. Der ist so clean jetzt. Oh, wir haben hier doch jetzt schon so... Ich komme ja nicht raus. Das hat John auch eben gesagt. Ich schwöre. Ich... Du musst dir auf jeden Fall kurz helfen, aus diesem Schuh rauszukommen. Hä? Du musst daran ziehen. Das hat dann eben nicht gesagt. Hier, zieh. Ah! Ah! Hä? Oh, au! Ah! Wie? Ah! Auf! Au! Wie? Au! Boah, das... Das hat so weh. Das ist doch nur... Ja, weil der Fuß immer so... Ja. Ja, jetzt haben wir's. Was? Ihr feiert diesen Zipper, den ich hier anhabe. Den gibt's natürlich in EG-Store, genau wie diesen Schal hier. Alter, ich werde immer dreckiger, ne? Ja, aber man sieht das nicht, weil dieses EG, die Schönheit, da wieder rausreflektiert. Wir saugen jetzt das Wasser, ja? Ja. Staubsauger an! Ich scheiße dir in deinen Mund rein. Okay, ich mach's mal auf. Theoretisch muss das jetzt hier runter. Ah, oh, shit! Wenn du kotzen musst, dann kotzt, ne? Willst du was Wasser trinken? Nee, richtig Tränen beim Würgen gerade raus. Wir haben da gerade was aufgesogen, was sehr eklig aussah. Oh mein Gott! Sorge.
Ich weiß, wie wir das schneller hinkriegen. Start! Liebe Freunde, Ladies and Gentlemen, willkommen hier als einen neuen Gast hier bei uns, den Mr. Blood! Kennt ihr eigentlich den Unterschied zwischen einem Therapeuten und einer Giraffe? So, wir machen das jetzt noch, warte. Was denkst du, fünfmal oder siebenmal? Schon so mindestens mehrmal. Ich weiß, wie wir noch mehr Zeit sparen. Wie denn? Könnt ihr mir das dann eigentlich mal ausleihen? Bitte? Ich finde, wir können stolz sein. Guck mal, was wir alles geleistet haben. Alles ist jetzt wieder einfarbig geworden. Ist doch voll schön. Weg mit der Natur, mit dem Moos. Bla bla. Wir werden noch einige Sachen machen. Aber wir sind so müde. Wir sind alt und zerbrechlich. Deswegen werden wir jetzt alle schlafen gehen. Und am nächsten Morgen werden wir mal sehen, wie das ganze Ding aussieht. Make my way downtown. Hey, guck mal, jetzt haben wir noch mal einen dritten Tag aufgemacht, einen vierten Tag mittlerweile und jetzt sehen wir einmal den puren Glanz unserer Arbeit. Wie sauber das alles hier aussieht. Nicht hier im Film, schaut mal, das ist ein Grau. Das ist doch ein schönes Granitgrau, ja? Pool immer noch schön sauber geblieben, das bisschen Pisse reingeflossen wieder von da oben hier. Und wo jetzt alles sauber ist, können wir endlich mal Wasser reintun. Alter, was sauber? Alles ist versifft. Der Rasen ist versifft. Eva ragt in den Garten rein. Die Roboter sind vielleicht am Arsch. Du laberst was von Terrasse putzen. Hier muss vielleicht noch viel mehr geputzt werden als das. Die ganze Pooltechnik funzt nicht. Ob Wasser überhaupt noch funktioniert, weiß ich gar nicht. Erst wenn das ready ist, dann vielleicht kann da Wasser rein. Das ist ein bisschen negativ. No quiero más problema. Quiero más fiesta y alegría en mi vida. Estoy trabajando todos los días, pero no siento mucha pena. La semana.